Mein Name ist Christian Schickert und wir fahren gerade nach München zum Landesarbeitsgericht. Dort läuft das Kündigungsverfahren gegen unseren Kollegen und Betriebsrat Gerald Schmidt. Gerald Schmidt arbeitet bei Continental und wurde dort gekündigt aufgrund eines Posts im Internet, bei dem er informiert hat über eine Querdenken-Veranstaltung in Berlin. Brisant an der ganzen Geschichte ist, dass der IG Metall-Betriebsrat dort dieser Kündigung zugestimmt hat und der Kollege somit jetzt in seiner Existenz bedroht ist. Wir hoffen uns heute, dass ein gerechtes Urteil ergeht, dass auch eine fundierte Begründung geliefert wird und dass der Kollege wieder in Lohn und Brot kommt und für uns wieder aktive Arbeit für die Kollegen machen kann. Ja, hallo, ich bin der Gerald Schmidt. Ich bin heute zum zweiten Mal in der zweiten Kammer im Landesarbeitsgericht München. Ich klage für Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Ich habe im August 2020 die Corona-Demos beworben, wurde daraufhin fristlos entlassen mit Unterstützung des Betriebsrates, obwohl ich selbst Betriebsrat war. Die IG Metall hat mir in dieser Sache nichts geholfen. Deshalb bin ich zum Zentrum Automobil, um mir dort Unterstützung zu holen und hoffe jetzt auf ein positives Urteil, dass ich wieder eingestellt werde.